Hallo und willkommen bei Denkreisen. Dies ist der 8. Teil einer Themenreihe über die faszinierenden und bizarren Begebenheiten rund um das Täuferreich von Münster. Falls du die vorangegangenen Episoden noch nicht gehört oder gesehen hast, wäre es besser, erstmal am Anfang anzufangen. Ich habe diese Folgen in eine eigene Playlist verpackt. Wie bereits geschildert, stellte das Wiedertäufertum einen klaren Anziehungspunkt für Frauen dar. Und zwar Frauen aller Stände und Herkunft. War das reine Abenteuerlust? War es eine spirituelle Sinnsuche? Es war vielleicht etwas von beidem. Ich könnte mir gut vorstellen, dass an der Wiedertäuferbewegung manch eine katholische oder lutheranische Ehe zerbrochen war und die alleinstehenden Frauen willig zu den Anabaptisten übergelaufen waren, da ihnen diese nicht nur einen gesellschaftlichen Platz, sondern auch eine echte Rolle oder Aufgabe angeboten hatten. Die Frauen waren vor der Belagerung aus allen Richtungen gekommen. Dreimal so zahlreich wie die zugewanderten Männer. Manche kamen an der Seite ihrer Gatten, aber viele kamen alleine. Wir müssen bedenken, dass dies noch immer eine Zeit ist, in der sich eine unbegleitete Frau nach dem Sonnenuntergang nicht auf der Straße aufhalten sollte, außer sie ist eine Prostituierte. Die zweite Ursache für den massiven Überschuss an Frauen in der Stadt hat mit Münster selbst zu tun. Sprich mit der Flucht und dem Auszug der zahlreichen Männer, deren Ehefrauen und Töchter zurückgeblieben waren. Dies mag auf den ersten Blick verwundern und ein ungünstiges Licht auf all die münsteranischen Familienoberhäupter werfen. Doch das Motiv hier ist tief in der Kultur dieser Zeit angesiedelt. Es ist der Hauch einer mittelalterlichen Welt, der hier noch mitwirkt. Tragischerweise, muss man sagen. Was meine ich damit? Die Machtübernahme der Wiedertäufer muss vielen Münsteranern wie ein ärgerlicher, doch auch kurzzeitiger Sturm erschienen sein, der, wie viele solche Stürme zuvor, vorübergehen würde. Und hier ist der wichtige Punkt. In dieser durch und durch patriarchalen Gesellschaft fand jede Art von Diskussion, Auseinandersetzung oder Konflikt ohne die Frauen statt. Die Männer machten das unter sich aus. All diese Ehemänner also, die sich der Taufe verweigerten und die vor der Belagerung aus der Stadt vertrieben wurden, sie spekulierten darauf, dass sie lediglich für einige Wochen in den benachbarten Orten leben müssten, bei Verwandten in Gaststätten, bis der Bischof mit der Situation aufräumt. Und bis dahin würden die Anabaptisten, insbesondere die verheirateten Frauen, nicht in ihre Machenschaften einbeziehen. Ein riesiger Denkfehler. Denn schon bald folgt der Tabubruch. Ein gesellschaftliches Erdbeben geht durch die Häusereien von Münster. Es ist eine der auffälligsten und am meisten diskutierten Maßnahmen, die Jan van Leyden in Münster umsetzt. Sein Rat der 12 Ältesten erklärt, dass es von nun an keine unverheirateten Frauen in der Stadt geben soll. Jede Frau muss einen Ehemann haben oder kriegen. Aber es gibt dreimal so viele Frauen als Männer in der Stadt. Die Lösung ist schnell gefunden. Die Polygynie, also die Mehrweiberei. Das ist natürlich gänzlich unerhört, also gibt es Erklärungsbedarf. Hierbei bedient man sich aus derselben Trickkiste wie bei allen anderen ideologischen Problemen. Das Alte Testament muss her. Dort kann man einiges über Polygamie lesen. Die Münsteraner blicken verwirrt zum obersten Prädikant Rothmann. Doch der lässt sich auch diesmal von Jan van Leyden vereinnahmen und macht in seinen Predigten kräftig Propaganda für diese neuen Anweisungen. Er selbst hat schon bald mehrere Ehefrauen an seiner Seite. Das radikalste Detail an dieser neuen Weisung ist, dass die Ehen bereits verheirateter Frauen für ungültig erklärt werden. Da verfährt man ähnlich wie bereits mit den Schuldscheinen. Man erklärt sie für nichtig, da sie vor der Erwachsenentaufe geschlossen wurden. Gesellschaftlich wird für diese Frauen ein eher exotischer Stand einer Nebenfrau festgelegt, also in der Ehe nicht ganz auf derselben Höhe wie die eigentliche Hauptfrau. In der älteren Forschung, also bei Historikern bis ins 19. oder frühe 20. Jahrhundert, machte man es sich mit der Begründung dieser Maßnahmen sehr einfach. In erster Linie sah man die Lüsternheit und Verderbtheit dieser entarteten Leute als Motiv für diese Maßnahmen. Die Wiedertäufer gehörten schließlich zu den verhasstesten Gestalten der Reformationszeit und man betrachtete sie gerne durch eine ausschließlich sittliche Brille. Moderne Historiker suchen da mehr nach Nuancen. Es hat damals in Münster sicher zu einer ernsthaften Ratlosigkeit geführt, dass man sich in der Stadt plötzlich einigen tausend unverheirateten oder alleingelassenen Frauen gegenüber sah. Und angesichts der Sitten jener Zeit kämpfte man mit der Frage, was in dieser ungewöhnlichen Lage zu tun sei. Man muss bedenken, dass die Wiedertäufer fest damit rechneten, dass diese Ereignisse eine Neuordnung aller Dinge auf Erden darstellten. Dies war der Beginn der Apokalypse. Es sollte also keine Rolle spielen, mit wem die Frau vor der Erwachsenentaufe verheiratet war.
Die geflohenen Ehemänner, die hatten sie ohnehin als Frevler und Feiglinge beschimpft. Doch die zurückgebliebenen Frauen mussten irgendwie in das neue System eingegliedert werden. Das hier war keine Kultur, in der Frauen außerhalb einer Familie ein Selbstbestimmungsrecht hatten. Da gab es keine alleinstehenden Frauen, die eine Wohnung hatten und montags zur Arbeit gingen. Die einzige Ausnahme am Rande des gesellschaftlichen Lebens war vielleicht die alternde Witwe. Und sogar diese wurden sehr oft Opfer irgendwelcher Anfeindungen, zum Beispiel wenn man sich die Hexenprozesse dieser Zeit anschaut. Frauen konnten damals nur durch drei Institutionen ein Dach über dem Kopf haben. Die Familie, das Kloster oder das Bordell. Eine vierte Option gab es nicht. Historiker rechnen vor, dass in der belagerten Stadt aus den zuvor genannten Gründen auf einen Mann zwei bis drei Frauen kamen. Jan van Leyden hatte auch versucht, einige der Frauen in die Wehr einzugliedern. Frauen haben in den Wachtürmen gedient. Helmut Larkamp spricht auch von einem Frauenbataillon, das Jan van Leyden ausgehoben hatte, das aber nie zum Einsatz gekommen war. Ohnehin gab es zwei Typen von Frauen in den Reihen der Wiedertäufer. Da waren eben die Hartgesottenen, Holländerinnen und Friesinnen. Manche waren mit ihren Ehemännern eingewandert, aber andere waren entweder ihren Ehemännern weggelaufen oder stammten aus der Prostitution. Man muss bedenken, dass in diesem Zeitalter der Spielraum und die Mobilität einer unbegleiteten Frau eigentlich sehr klein war. Jene Frauen, die also auf eigene Faust in Münster eingetroffen waren, um sich den Anabaptisten anzuschließen, waren keine Weicheier. Doch demgegenüber stehen diese anderen Frauen, die zurückgelassenen Münsteranerinnen. Viele noch immer mit geflohenen Katholiken und Evangelikalen verheiratet. Da ist manch ein bürgerliches Frauchen dabei, das mit der Situation vollkommen überfordert ist. Okay, aber bevor ich hier den Anabaptisten meine Absolution erteile, das hier war auch eine knallharte Sekte. Polygamie ist doch irgendwie wahnsinnig beliebt bei Sektengründern, nicht wahr? Das war im 19. Jahrhundert bei den Mormonen so oder beim Sonnentemplerorden von Luc Jouret und Joseph DiMambro in den 90er Jahren, wo ebenfalls Sex eine zentrale Rolle spielte. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Zeitungsartikel. Und heute sind es die Krieger des Boko Haram oder die sogenannten Krieger des Kalifats in Syrien, wo institutionalisierte Sexsklavinnen unter dem schnellen Deckmantelchen der Ehe eingeführt worden sind. Somit, ja, ich verstehe die demografische Unruhe in Münster, aber wir sollten nicht abheben. Ich bin ziemlich sicher, dass Jan van Leyden, seinen Haudegen aus Holland und manch einem Enthusiast aus Münster dieses Konzept, also dass man plötzlich mehrere Frauen beschlafen durfte, nicht allzu mühsam verkaufen musste. Ist doch klar, oder? Somit tue ich mir etwas schwer mit einer rein apologetischen Erklärung der Vorgänge. Natürlich wird eine Menge Schändlichkeit im Spiel gewesen sein. Es wird ja oft argumentiert, dass die Wiedertäufereien von ihrem Dogma her nicht zur Sittenlosigkeit neigten. Carsten Fischer schreibt in seinem exzellenten Essay über die Wiedertäufer, dass aber sexuelle Zügellosigkeit den täuferischen Lehrern widersprach, lässt sich Rottmanns Schriften entnehmen. Moralisch geprägte Wertungen gegenüber der neuen Eheordnung greifen daher zu kurz. Naja, ich denke aber, dass es ebenso kurz greift, wenn man die Wiedertäufer und ihre Predigten ausschließlich beim Wort nimmt. Die IS-Krieger in Syrien haben sich in ihrer wachsenden Enklave auch ein System aus Ehefrauen eingerichtet, das auf dem Papier wahnsinnig keusch aussieht. Diese Leute empfinden sich selbst nicht als verkommene Hurenböcke. Im Gegenteil, sie sind ja die Bewahrer des wahren Glaubens. Das ist bei Fanatikern jedoch nichts Neues und Ungewöhnliches, dass sie so wunderbar diesen Widerspruch, die Ambivalenz in ihrem Gehirn auflösen. Damit sind wir doch beim Kern allen Fundamentalismus, allen religiösen Fanatismus. Dieses Gefühl, dass sogar dann, wenn ich mir Sexsklavinnen halte und ihnen ständig mit dem Tode drohe, dass ich dann immer noch ein tugendhafter Mensch bin, solange es gottgefällig ist. Die Wiedertäufer hatten durchaus tugendhafte Ideale. Sie waren für die Abschaffung der Prostitution, aber mussten sich dann mit der Frage beschäftigen, wie in einer neuen, gottesfürchtigen Gesellschaft mit all den Dirnen zu verfahren sei. In all den Regionen, wo heute frauenfeindlicher Fanatismus vorherrscht, ist überall Prostitution strengstens verboten. Aber wenn man für Gott kämpft, hat man auch einen Anspruch, dann abends zu ficken. Die Zuchtordnung innerhalb einer moralisierenden Gruppe war noch nie ein überzeugender Beleg für eine echte Keuschheit. Außer man kauft diesen Leuten ihre eigenen Predigten ab. Also wirklich. Come on. Da muss ich den Apologeten auch mal sagen, lass das Kind in der Badewanne. Mit anderen Worten, es spielt für mich keine Rolle, ob ich nun im 16. Jahrhundert stehe oder in der Gegenwart. Wenn sich ein Haufen bewaffneter Kerle zusammenrottet und untereinander Frauen aufteilt, dann weiß ich, was ich sehe.
Hans-Peter Dürr lässt grüßen. Was also folgt, sind Massenverheiratungen. Und dass es sich weitgehend um Zwangsehen handelte, daran sollte es keinen Zweifel geben. Ein harter Kern von euphorischen Anhängerinnen der Anabaptisten mag sich ja diesen Gotteskriegern willig in die Arme geworfen haben. Ein Bild, das uns gerade heute in unserer Zeit nicht ganz unbekannt ist. Doch für die meisten muss es ein Trauma gewesen sein. Hermann von Kerssenbrock beschreibt in seiner Chronik Fälle von Frauen, die hingerichtet wurden, weil sie sich der Heirat verweigert hatten. Und es gibt da den Fall einer Katharina Kockenbeckers, die eben in jener neuen religiösen Aufbruchseuphorie über die Stränge schlug, indem auch sie sich der Polygamie erfreute, aber halt zu ihrem Gunsten. Sie hatte zwei Männer geheiratet. Sie wurde festgenommen und öffentlich hingerichtet. Das neue System war natürlich nur eine weitere patriarchale, alttestamentarische Einbahnstraße. Die Weisung, nun alle Frauen zu verheiraten, geht natürlich nicht ohne Widerstand vorüber. Unmut wird geäußert. Es bahnt sich ein regelrechter Aufstand an. Der Redelsführer ist Heinrich Mollenhecke. Früher war er ein Aldermann in den Gilden. Er war durchaus ein williger Täufer gewesen und im Verlauf der Belagerung ist er sogar zum Aufseher über die Geschütze aufgestiegen. Doch die Zweifel nagen schon länger an ihm. Er hatte bereits bei der Hinrichtung des Schmiedes Rüscher protestiert und wurde von seinen Täufergurus dazu verdonnert, öffentlich Reue zu üben. Doch nun, bei dieser neuesten Extravaganza platzt Mollenhecke der Kragen. Ich meine, in dieser Ära drohte in Münster bei Ehebruch noch immer die Todesstrafe. Und bei diesen Massenhochzeiten wird es auch um Frauen gegangen sein, die Mollenhecke seit Jahren kennt, genauso wie er ihre Ehemänner kennt, mit einigen Mager befreundet gewesen sein. Mollenhecke wendet sich erstmal an Knipperdolling und versucht, ihn dazu anzustiften, sich in dieser Sache gegen Jan van Leyden zu stellen. Ein absurder Versuch, denn Knipperdolling ist inzwischen der zweitwichtigste Mann der Bewegung und an fanatischem Eifer kaum zu übertreffen. Heinrich Mollenhecke tritt am 29. Juni mit ungefähr 200 Münsteranern, die nicht gewillt sind, die Zwangsverheiratung von Hunderten von Frauen zu dulden, in offenen Widerstand zu Jan van Leyden. Und diese Gruppe könnte der Wiedertäuferbewegung in Münster also eindeutig einen Schaden zuführen. Es ist davon die Rede, die Stadt an den Bischof draußen auszuliefern. Schnell zeigt sich der erste Erfolg. Die Rebellen überfallen nachts Jan van Leyden und Bernd Knipperdolling und kerkern sie im Stadtkeller ein. Was nun folgt, ich habe es mir nicht ausgedacht, aber im Roman wäre das die Stelle, wo die Leute sagen, ach komm schon, das ist total unrealistisch. Da sitzen also Jan van Leyden und Bernd Knipperdolling gefesselt, in den städtischen Kellerräumen, umgeben von Nahrungsvorräten und Weinfässern. Ihre Entführer sind nervlich total am Ende. Viele von ihnen haben keine Erfahrung mit Aufständen und Gegenaufständen, mit Kidnapping. Die Gruppe ist gespalten darüber, wie nun weiter verfahren werden soll. Sollte man die gekidnappten Anführer der Bewegung töten? Sollte man mit ihnen verhandeln? Es gibt viele Fragen, es gibt wenig Zeit. Die Männer machen erstmal ein Fass auf. Ich meine das wörtlich. Da ist vermutlich viel Adrenalin im Spiel. Man will sich ein wenig Mut antrinken, etwas runterkommen. Dann wird man weitersehen. Es kommt, wie es kommen muss. Die Trunkenheit trägt nicht zu einer qualitativen Strategie bei. Der Umsturzversuch verwandelt sich in ein Chaos. Die Retter der Frauenehre von Münster sind einfach zu besoffen. Das Überraschungsmoment ist ohnehin verloren. Inzwischen sind draußen die Wiedertäufer auf den Beinen, angeführt durch den ehemaligen Bürgermeister Hermann Tilbeck. Die Rebellion bricht schnell zusammen und ihre Redelsführer verschanzen sich im Rathaus. Tilbeck richtet einfach ein Geschütz auf das Rathaus. Ob das ein reiner Pokerbluff ist, lässt sich nicht mehr sagen. Gerade Tilbeck hatte in den frühen Tagen des münsteranischen Täufertums stets eine gewisse Besonnenheit bewiesen und war oft bemüht gewesen, den herumwütenden Jan Matthijs zu sänftigen. Ob er nun bereit gewesen war, mit einer Kanone auf das in der ganzen Region bekannte und bewunderte Bauwerk zu feuern, werden wir nicht erfahren. Doch die Redelsführer ergeben sich, indem sie ihre Hüte aus den Fenstern stecken. Nun werden die Rebellen auf den Domplatz gezerrt und dort auf brutalste Weise abgeschlachtet. Doch die Abrechnung ist noch nicht zu Ende. Man weiß, dass in der ersten Nacht fast 200 Leute mitgezogen waren. Auch in den kommenden Tagen wird in der Stadt nach Beteiligten gesucht. Knipperdolling, seines Amtes auch der oberste Scharfrichter, richtet jeden Tag Menschen mit dem Schwert. Nach dem Chronisten Gräsbeck sind es insgesamt 47 Mann, die nach der gescheiterten Rebellion den Tod finden.
Zahlreiche andere beteuern, sie seien nur Mitläufer gewesen, die von den Details über die Einkerkerung von Jan van Leyden nichts gewusst haben. Sie werden vorerst ihren Kopf behalten und müssen eine stramme Bußpredigt durch die Predikanten über sich ergehen lassen. Die Belagerer draußen, also die katholisch-evangelikalen Kräfte, erfahren erst mit mehrtägiger Verspätung von diesen Ereignissen und so scheint durch Zaghaftigkeit eine wertvolle Chance vertan, dem Spuk ein Ende zu setzen. Viele Frauen protestieren weiterhin gegen diese Behandlung. Manche schaffen es tatsächlich, die Wiedertäufer davon zu überzeugen, dass sie für eine Wiederverheiratung ungeeignet sind. Da mag oft das Alter als Argument herhalten. Für sie richten die Wiedertäufer im Rosenthal-Kloster, also am Nordende der Stadt, Arrestzellen ein. Bis zum Ende des Krieges wird dies zu einem Gefängnis für ungehorsame Frauen. Doch jene Frauen, welche die Anabaptisten eindeutig als heiratsfähig einschätzen und die dennoch laut Widerstand gegen diese Maßnahme äußern, werden hingerichtet. Man kann heute nicht mehr genau ermitteln, inwiefern diese ganze Idee ausschließlich von Jan van Leyden ausgebrütet wurde. Vielmehr scheint es eine Gruppenentscheidung zu sein, die der Rat der Zwölf hinter verschlossenen Türen ausgebrütet hat. Jan van Leyden macht es allen anderen auch vor und heiratet sogleich Dürwörtchen, die Gefährtin des getöteten Jan Matthijs. In den kommenden Monaten wird seine neue Familie auf 16 Ehefrauen ansteigen. Hermann Rothart schreibt, und so begann ein Zustand, wie ihn Deutschland noch nicht gesehen hatte. Man muss den Anführern der Täufer aber eins zugutehalten, dass sie als perfekte Produkte ihrer Ära und ihrer Umgebung tief davon überzeugt waren, dass tausende freistehende Frauen, die man in diesen Mix warf, nur zu Aufruhr und Chaos geführt hätten. Zu Messerstechereien, zu Besitzansprüchen, zu Gruppenvergewaltigungen. Das muss man auch mal stehen lassen und akzeptieren, denn diese Leute haben de facto über sich selbst gesprochen und sie wussten somit, worüber sie reden. Machen wir doch hier eine Pause und lassen diese seltsame Grauzone aus sozialer Planung und maskuliner Lüsternheit auf uns wirken. Jene Dinge, die sich in den Köpfen und Herzen der Frauen in Münster abgespielt haben, können vermutlich ganze Episoden und Staffeln einer kurzweiligen TV-Serie füllen. Denn da gibt es viel ungewöhnliche Dynamik. Frauen aus gehobenen Verhältnissen müssen nun wie Mägde leben, während die ehemaligen Dienerinnen nun als Hauptfrauen sozial über ihnen stehen und in ihren einstigen Gemächern leben. Es mag sein, dass nicht jede einzelne Verheiratung explizite sexuelle Akte nach sich zog. Oft mag es sich in der Tat nur um eine soziale Formalität gehandelt haben, um der betreffenden Frau Platz und Unterkunft geben zu können. Doch wer möchte ernsthaft behaupten, dass diese Vorgänge nicht flächendeckend mit Obszönität und Vergewaltigung durchgezogen waren, mit unterdrückten Schreien und durchgeweinten Nächten? Doch damit kommen wir zu einem grundsätzlichen Problem unserer Vergangenheitsbewältigung. Es gibt in unserer Zivilisation keine erwähnenswerte Aufarbeitung des Themas Vergewaltigung. Auf jeden Fall nicht historisch, philosophisch oder ethnologisch. Du siehst also, dass das ein spannendes Dilemma ist, in dem du dich am Ende dieses Beitrags befindest. Du musst selbst nach Orientierung suchen. Du musst deinen eigenen Blickwinkel auf diese seltsamen Sachverhalte finden. Meine Analogie mit den IS-Kriegern würde einem Historiker vermutlich aufstoßen. Doch wir haben leider keine Berichte darüber, wie die Frauen das damals in Münster erlebt, gesehen und empfunden haben. Denn niemanden hatte damals die Stimme der Frauen interessiert. Zumindest nicht in einem solchen Maße, dass man angefangen hätte, ihre Aussagen niederzuschreiben. Am Ende ging es allen nur um den Tabubruch, um die verletzte Ehre von all den Männern außerhalb der Stadt. Und das ist auch für uns heute nichts Neues. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen. Es wird spannend bleiben. Sei neugierig, lies Bücher, lasse dich nicht polarisieren.